Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Easy Herz-Kreislauf-Training. Wir trainieren heute wirklich unser Herz-Kreislauf-System, verbrennen natürlich Fette, verbrennen Energie. Und falls du Brasils hast, hol sie dir dazu, dann trainierst du auch noch Arme, Schultern und Rücken dazu. Aber du kannst natürlich auch ohne mitmachen. Wenn was nicht mehr so geht, Pause machen, einfach eine Pause gönnen, aber so ein bisschen in Bewegung bleiben. Und dann wieder einsteigen. Kein Problem. Sieht uns ja keiner. Also einfach so mitmachen, wie es geht. Wir atmen erstmal ein, nehmen beide Arme nach oben und nochmal so richtig aus und fallen lassen. Nochmal einatmen, lang strecken und nochmal aus. Gleich nochmal. Und ein letztes Mal ein und dann streck dich und räkel dich in Richtung Decke. Nimm deine Beine mit in die Bewegung. Ganz locker am Platz gehen. Dich in alle möglichen Richtungen strecken, räkeln, wach werden, Muskeln durchbluten und deinen Bandscheiben so richtig schön Luft geben, wenn du dich dann nach oben lang ziehst. Dann kommst du wieder zurück, einmal zur Mitte, lässt die Arme ganz locker, Schultern zurückkreisen und beginne jetzt einmal deine Handrücken und einmal deine Handflächen nach vorne zeigen zu lassen und deine Arme schwingen völlig entspannt vor und zurück. Handrücken, Handflächen, Handrücken, Handflächen. Genau, wenn du Brasils in den Händen hast, wirst du merken, dass das ganz angenehm ist und das Gewicht einen nach unten zieht, die Schultern nach unten zieht. Und einmal nur mit deiner rechten Hand eine liegende 8 neben dir zeichnen. Nach vorne, zurück. Ich mache immer spiegelverkehrt, nicht wundern. Und dann die andere Seite. Vor, zurück. Rumpf mitnehmen in die Bewegung. Und dann nochmal beide Arme und zwar gegengleich neben deinem Körper schwingen lassen. Schultergürtel dreht mit, deine Brustwirbelsäule geht mit in die Bewegung. Mobilisier dein Schultergürtel und deine Brustwirbelsäule, da müssen wir nämlich wirklich beweglich bleiben. Und wenn das schon ganz gut klappt, nimmst du jetzt deinen gegenüberliegenden Fuß immer mit nach vorne und tippst vorne auf. Also wenn linker Arm vorne ist, tipp dein rechter Fuß, die rechte Fußspitze. Geht. Dein Tempo. Und dann beug rück deine Arme etwas mehr. Nur weiter, ich komme zu dir. Rechts, links nach vorne tippen. Letzten 4, 3, 2 und dann gehen wir am Platz. Nimm deine Arme mit, wenn du Brasils in der Hand hast, wirklich vorne ein Fenster, hinten ein Fenster, also wirklich neben deinen Körper mitziehen. Ganz bewusst die Füße abrollen, dich ganz bewusst nach oben aufrichten. Nimm deine Knie nach außen, nochmal die Hüftgelenke mobilisieren. Und noch einmal nach vorne. Nach außen.
Nach vorne. Perfekt. Nach außen und da bleiben wir jetzt. Versuch nur dein rechtes Bein nach außen zu bewegen und nach innen. Dein linker bleibt auf der Stelle. Geht? Einfach probieren. Wenn es nicht so klappt, ist völlig egal. Einfach mitmachen. Wichtig ist, so ein bisschen in Bewegung bleiben. Machst du auch in deinem Tempo. Und das Ganze mit der anderen Seite auf links, außen und innen. Eine Seite ist leichter wie die andere, oder? Großer Schritt. Letzten. Und noch einmal wechseln mit rechts. Viermal. Probieren. Drei noch. Zwei noch. Und wechseln mit links. Vier Stück. Bist du dabei? Und nochmal wechseln mit rechts. Vier. Drei. Zwei. Und wechseln mit links. Vier. Drei. Super. Und ein letzter Wechsel. Vier Stück. Wechseln. Letztes Mal. Und nochmal gehen am Platz. Puh, da merkt man schon, dass der Puls etwas nach oben kommt. Ist ja auch okay. Jetzt tippst du nochmal vorne auf. Wenn wir Energie verbrennen wollen, müssen wir unser Herz-Kreislauf-System auch so ein bisschen in Schwung bringen. Und jetzt ziehst du deine Knie nach oben. Also nur so hoch, wie du wirklich auch gerade bleiben kannst im Rücken und immer im Wechsel nach oben ziehen. Nimm deine Arme mit, indem du sie nach unten schiebst. Knie hoch und deine Unterarme schiebst du tief. Auch hier wieder im Wechsel. Hoch. Und das Ganze versuchen wir mal nach außen. Außen. Oberkörper dreht mit. Nur so hoch, wie es für dich okay ist. Gar nicht so einfach, oder? Sieben, sechs, fünf, vier. Drei, zwei und noch einmal nach vorne. Hier im letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei ohne Arme und mal die Ferse hinten hoch. Und da darfst du deine Füße etwas weiter öffnen, sodass du hinten deine Ferse schön anheben kannst. Geht? Gut, großer Schritt und deine Arme lässt du mitschwingen, von rechts nach links. Denk an die Bauchspannung.
Acht noch. Sieben, sechs, fünf. Können wir die Arme noch dazu nehmen? Schau mal, einmal über die Schulter. Rechts über die Schulter, links über die Schulter. Gut. Ansonsten, es geht immer ohne Arme. Das ist natürlich ein bisschen leichter. So trainieren wir auch noch die Körpermitte mit. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und nochmal ohne Arme. Schau mal, einen Schritt zur Seite, einen großen Schritt. Genau, leise abrollen von der Fußspitze auf die Ferse, Bauch gespannt. Und die Arme gehen einfach nur nach vorn und hinten. Spürst auch Bauch- und Rückenmuskulatur. Vorsicht, wir probieren zwei Schritte nach rechts. Einmal, zweimal. Und das Ganze natürlich auch wieder in deinem Tempo. Die Arme ändern sich, Schritte bleiben, Arme gehen zur Seite. Schultern tief. Immer noch ein großer Schritt. Vier, drei, zwei. Und jetzt versuchen wir einen Schritt hier bleiben. Arme gehen vor. Einen. Vorsicht, zwei Schritte. Seite. Und nochmal einen Schritt. Bleib hier. Super. Was kommt? Zwei Schritte. Außen. Außen. Und gleich nochmal. Einen und einen. Ein letztes Mal zwei Schritte. Außen. Und jetzt bleibst du bei einem Schritt, bleib hier und nimm deine Arme nochmal zur Seite, aber einen Schritt. Die bleiben nämlich jetzt hinten und machst ganz kleine Bewegung nach hinten. Jetzt wolltest du deine kleinen Finger zueinander führen, Schultern zurückziehen, Brustbein öffnen, Trizeps spüren, Rücken spüren. Es wird wärmer und wärmer. Noch vier, drei, zwei und Schritt bleibt. Lockere Arme. Super. Und dann gehst du am Platz. Geh nochmal, Arme gehen mit. Völlig entspannt. Und versuch jetzt deine Füße mal abzurollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Fußspitze gerne unten lassen, wenn du möchtest. Darfst du auch ein bisschen größer werden und beugst jetzt im Wechsel deine Arme. Also entweder nur die Fersen heben oder vielleicht sich so ein bisschen federn lassen, hoch, tief. Klappt? Sehr gut. Das Ganze probieren wir mal doppelt. Also doppelt rechts, links, rechts,
links. Wenn du Brasils hast, nutze doppelt einen Anschlag hier nach oben zu machen. Zack. Vielleicht hörst du es auch, das Granulat. Nochmal Bizeps. Und noch einmal Single, Single, schneller hinher. Doppelt. Gut. Single, Single, letztes Mal. Doppelt. Und marschieren. Puh. Puls ein bisschen nach unten lassen und nach vorne auftippen. Rechter, linker Fuß. Die Bewegung kennen wir schon vom Anfang. Bleib in Bewegung und tippe jetzt nach außen. Selbe Bewegung, nur nach außen. Becken möglichst hier ruhig in der Mitte halten. Genau. Arme gehen nach außen, Daumen Richtung Decke. Und jetzt versuchst du, ganz kleine Kreise mit den Armen nach vorne auszuführen. Stell dir vor, du springst Seil. Ohne Brasils geht es natürlich auch. Nacken entspannen, Schultern tief. Es gibt noch schönere Schultern. Und wenn du merkst, dir wird es zu viel, immer die Arme weglassen. Dann wirst du merken, der Puls bleibt schon weiter unten. Und mal nach hinten kreisen, Richtungswechsel, rück. Oh oh, ich merke schon was. Und einmal noch nach vorne. 4, 3, 2 und nochmal nach hinten. 4, 3, 2 Halte einfach die Arme, genieß nochmal. Halte, halte, halte. Halte. 4, 3, 2 Und marschieren, Schultern lockern. Was gespürt? Gut. Wieder so ein bisschen weiter bewegen, nicht ganz stehen bleiben. Eine letzte Runde noch. Jetzt tippst du noch einmal nach vorne, rechts und links. Das haben wir schon geübt. Ich komme nur seitlich zu dir, du bleibst einfach. Und dann versuchst du nicht mehr vorzutippen, sondern nach hinten. Zurück, zurück. Genau, da muss dein Oberkörper jetzt so ein bisschen vor. Merkst auch deine Rückenstreckmuskulatur. Und die Arme erleichtern das Ganze natürlich, wenn du sie jetzt einfach mal nach vorne nimmst. Immer wenn das Bein zurückgeht, gehen die Arme nach vorne. Genau. Spannung im Bauch. Geht noch. Ist der Endspurt. Also der vorletzte Endspurt. So, ab jetzt noch 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und marschieren. Puh, vielleicht den Rücken gespürt, dann ist es gut so. Und jetzt noch eine Minute ein bisschen Gas geben, so wie du möchtest. Jeder so wie er will. Und zwar tripple ich jetzt am Platz. Ganz kleine Bewegung, versuche leise abzurollen
und mach das so schnell, wie es für dich okay ist. Eine Minute, ab jetzt. Nochmal kurz den Puls etwas höher bringen. Vielleicht merkst du auch, wie dein Bauch aktiv wird sofort. Kleinen, schnellen Bewegungen. Und du merkst, dir wird zu viel, Häuschen oder langsamer werden. Halbe Minute noch. Komm, komm, bisschen noch. Letzten 15 Sekunden. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und locker durchschwingen. Sehr schön. Geschafft. Einmal das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht, Energie verbraucht, Rumpf gestärkt. Wichtig ist, dass wir uns regelmäßig bewegen. Und jeder so, wie es geht. Und dann bleibst du nochmal oben, schwingst rechts, links zurück, so wie wir angefangen haben. Rechten Arm, linken Arm, Oberkörper dreht. Ich hoffe, dir geht's gut. Gerne nachher auch einen Kommentar hinterlassen, wie es dir so geht. Ob es dir Spaß gemacht hat, würde mich natürlich freuen. Ich versuche auch zu antworten. Und wenn du Lust hast, kannst du mich auch natürlich gerne unterstützen unter dem Video mit deiner Unterstützung. Findest du den Link dazu mit zum Beispiel so einem Cappuccino, 2,50 Euro monatlich oder 5 Euro. Kannst du meine Arbeit wertschätzen, die ich hier so mache. Vielen Dank an alle, die mich schon unterstützen. Und freue mich natürlich, wenn noch welche dazukommen. Wirst du kleiner, lass die Arme mal auspendeln. Und tippst dann im Wechsel einmal die rechte und die linke Ferse nach vorne. Noch so ein bisschen in Bewegung bleiben. Aufrichten, stolz können wir sein. Und dann lässt du ein Bein vorne und tippst ganz locker die Fußspitze auf. Ein Brasil, mal ablegen nach unten. Halte die Fußspitze angezogen. Streck dein Knie und versuch mit deinem Steißbein nach hinten zu kommen und die Dehnung in deiner ganzen Rückseite zu spüren. Fußspitze ganz weit nach oben, Rücken gerade. Das kannst du erstmal in deiner Hand lassen, brauchen wir gleich. Setz die Fußspitze dann ab. Denk dran, dass dein Steißbein nach hinten rausschiebt, also der Rücken wirklich gerade ist. Komm nochmal hoch, das Bein gleich fassen, Knie zusammen, den Fuß ein bisschen in die Hand reindrücken. Spür deinen Oberschenkel vorne, den unteren Rand von der Hüfte vor, vom Becken. Dann lass nochmal locker, andere Seite, erstmal tippen, wechsel dein Brasil. Und bei den Playlists von mir schauen möchtest, schau mal gerne. Findest du die Videos schon ein bisschen geordneter? Halte. Dann findest du auch Fatburner-Playlists und so, wenn dir das gefällt. Komm nochmal tiefer. Schau, dass dein Knie wieder streckt. Und auch unterschiedliche Längen der Videos. Eine Rubrik heißt zum Beispiel auch 40 bis 60 Minuten. Oder eben mal schauen, es gibt auch kürzere Fatburner. Mach einfach das, worauf du Lust hast, was dir Spaß macht. Möglichst viel Abwechslung bringt natürlich auch für den Körper richtig Erfolg. Fußspitze runter, also mal kürzere, mal längere Workouts, mal intensivere, mal weniger intensiv, mal ein Stretching. Einfach möglichst viel immer abwechseln. Nochmal geraden Rücken hoch, fass den Fuß. Knie zusammen, drück den unteren Rand ein Stück nach vorne
den Fuß ein bisschen in die Hand. Wenn wir abwechseln, dann kann sich der Körper nie an irgendwas gewöhnen, sondern muss sich ständig anpassen. Und so wirst du sehen, gibt es auch einen richtigen Erfolg. Sehr gut. Nochmal auslockern. Rück mal die Beine so richtig ausschütteln. Und jetzt nimmst du ein Brasil und lässt es mal hinten in die Hand, andere Hand gleiten. Von unten wieder nach oben in die andere Hand. Klappt. Das ist Schulterbeweglichkeit, Schultergürtel, Schultergelenk. Wenn das nicht geht, macht es nichts. Die dürfen ja fallen, die Brasils. Du kannst natürlich auch irgendwas anderes übergeben. Vielleicht ein Handtuch von oben in die andere Hand. Dann geht es leichter. Aber das ist eine schöne Übung, weil da müssen wir schon beweglich bleiben. Und dann lass du nochmal locker. Brasil runter, schüttel dich aus, atme ganz tief ein, mach dich lang, fass deine Hände nochmal hinten, zieh sie ein Stück nach oben, dehn die Brustmuskeln. Durch unsere Alltagshaltung sind wir da gerne verkürzt. Vielleicht hast du auch Lust, Freunde oder Freundinnen einzuladen, sich mitzubewegen. Wäre super, dann bewegen sich nämlich möglichst viele Menschen. Lass locker, schüttel aus. Nochmal einatmen lang und jetzt gerne räkeln und strecken und vielleicht sogar gähnen, fleißig. Freue mich immer, wenn du dabei bist bis zum Ende vom Workout. Sehr, sehr gut. Öffne nochmal die Arme, zieh die Ellbogen zurück. Atme ein und atme aus. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Workout wieder dabei bist. Falls du Lust hast, zwischendurch auch mal hier oben auf den Infopunkt zu gehen, da sind noch Videos ähnlich wie dieses, die dir auch Spaß machen könnten. Oder wie gesagt, eben auf meine Playlists oder mal auf meine Homepage. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich irgendwo. Auf der ersten Seite von gabi-fastner.de, da sind gleich meine Termine, wo ich so unterwegs bin. Vielleicht sehen wir uns einmal. Oder bis hier zum nächsten Workout. Ich freue mich.